Hallo und herzlich willkommen zur Lidl Fitnessküche. Mein Name ist Nils Wahlbrecht, ich bin Koch der deutschen Handballnationalmannschaft. Ab jetzt gibt es monatlich ein Rezept mit mir, was dich gesund und vital macht. Ich freue mich auf dich, lass uns loslegen. Heute kochen wir gemeinsam eine Smoothie Bowl mit selbstgemachten Granola. Perfekt für den Muskelaufbau, weil es proteinreich ist und es hält dich lange satt. Als erstes bereiten wir die Granola zu. Wir benutzen heute Walnüsse, Haselnüsse, Leinsamen, Sonnenblumenkerne und Haferflocken. Als erstes fange ich immer an mit den Haferflocken. Die fülle ich in die Schüssel. Leinsamen dazu, Haselnüsse, Walnüsse und die Sonnenblumenkerne. Jetzt kommt der Agavendicksaft dazu. Er ist dazu da, dass das Ganze ein bisschen klebt, ein bisschen karamellig wird. Rapsöl dazu, ein bisschen Zimt für den Geschmack. Jetzt muss das Ganze nur vorsichtig untergerührt werden. Dann bereiten wir uns ein Backblech vor mit Backpapier. Und jetzt muss das Ganze nur noch aufs Backblech. So, jetzt stellen wir das Ganze noch kurz in den Backofen für ca. 20 bis 30 Minuten. Für die Smoothie Bowl benötigen wir Skyr. Der ist sehr proteinreich, perfekt für den Muskelaufbau. Davon benötigen wir 200 Gramm, grob abschätzen, Haferflocken. Dann kommen Beeren, eine Banane noch dazu, Sojadrink und dann wird das Ganze nur noch gemixt. So, das Granola ist fertig. Zwischendurch wurde das Ganze immer mal wieder gewendet, dass alles gleichmäßig und schön goldgelb ist. Und jetzt richten wir das Ganze noch schön an. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lecker aus. Wichtig ist, dass das Granola ausgekühlt ist und dann erst auf der Bowl schön verteilt wird. Aber das könnt ihr so machen, wie ihr Lust und Laune habt. Jetzt haben wir das Ganze auch schön angerichtet und das Wichtigste dabei ist es, das Ganze erstmal schön zu probieren. Mega, mega lecker, das müsst ihr unbedingt nachkochen, weil es ist eiweißreich, gut für den Muskelaufbau. Und es hat sehr viele Ballaststoffe. Das war die erste Folge. Mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das Rezept findet ihr auf lidl-kochen.de/fitness. In der nächsten Folge geht es darum, einen Eiweißshake zu machen mit Banane. Bleibt gesund, bleibt sportlich. Euer Nils.